Ich werde heute meinen Führerschein machen. Also, was machen wir jetzt als erstes? Wir gucken erstmal, dass wir jetzt einen Führerschein kriegen. Also, man sieht ja schon schön, dass sie alle mit ihren fetten Audis da langfahren und fetten AMGs und so hier lang knattern. Und ich renne zu Fuß. Ach, scheiße. Ich wollte mir eigentlich vom Fahrradverleih hier mal schnell ein Fahrrad ausleihen. Allerdings, ihr seht schon, hier ist abgesperrt, weil neue Whitelist-Gespräche stattfinden. Heißt, heute kommen 200 neue Leute rauf und die kommen hier direkt an diesem Bahnhof an. Wir kommen jetzt nicht zum Fahrradverleih, glaube ich. Na, Bent, hallo. Na, Bent. Ich würde ganz gerne zum Fahrradverleih. Kann ich da mal hingehen oder ist es hier verboten? Was brauchen Sie denn für eins? Ach, irgendeins. Hauptsache, ich komme von A nach B. Ja, ich hole Ihnen kurz eins. Oh, das ist nett, danke. Soll ich Ihnen Geld mitgeben? So eine Fragen müssen Sie sich abgewöhnen, wissen Sie? Das sind doch einfach Fragen, wo Sie gar keine Antwort drauf haben wollen. Wenn er Geld haben will, wird er sich schon melden. Ja, stimmt. Bitteschön. Ja. Nein, nicht deins, Katsche. Ach so, Entschuldigung. Ja, vielen Dank. Na dann, gerne. Schönen Abend noch. So, Doggy Balboa. Ja, warum diesen Namen? Rocky Balboa. Dann dachte ich mir so, okay, darf ja kein echter Name sein. Dann habe ich einfach Doggy Balboa genommen. Und im Nachhinein dachte ich mir so, wer heißt denn Doggy? Alter, das öffnet ja jeden hier Tür und Tor, mich zu beleidigen. Hey, guck mal, hier steht schon Fahrrad. Theorietest 500. Ey, ich habe 700 bei. Gott sei Dank. Willkommen bei der Fahrschule. Alle Bürger dieser Stadt müssen Führerschein. Achso, um einen Führerschein zu besitzen, 200. Hat er gerade gesagt 500? Ah, ich habe Sozialhilfe bekommen. Guck mal hier, 750. Der praktische Teil kostet 500. Achso, okay, alles klar. Ab welchem Blutalkohollevel darfst du schon nicht mehr Auto fahren? 3 Tage später. Ja, sehr gute Arbeit. Du hast die Prüfung bestanden. Gott sei Dank. So, Theorie-Teil ist bestanden. Jetzt kostet die praktische aber nochmal 500, glaube ich. Habe ich richtig verstanden? So, wir fahren jetzt einfach rüber zum Bankautomaten. Oh, wir sollten mal gucken. Da bin ich mal gespannt, wie die praktische Prüfung so abgeht, ja? Ach, da ist er ja. So, wir haben 200. Ach komm, wir nehmen mal 799. Und zurück zur Fahrschule. Da sind wir wieder. Ab zur praktischen Prüfung. Was? Praktische Prüfung 2500? Statt nicht gerade was von wegen... Was ist denn hier los? Hä? Jetzt bin ich im Minus? Anschnallen mit K. Zum nächsten Punkt. Du darfst höchstens 50 fahren. Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich immer, wie die Fahrschüler sich fühlen. Was denn jetzt? Alte, für den Zebrastreifen an. Ach. Das war ein Zebrastreifen. Ja, habe ich ja gemacht. Ey, dafür, dass es ein Fahrschulauto ist, hat aber gut Power hier, ey. Stoppe und schau nach links. Geschwindigkeit 80 km/h. Gut, fahre nach rechts. Ich darf doch nicht über 50 fahren, oder? Gilt das nicht immer noch? Ach so, das war rot. Oh, wir waren über 50. Warte, bis die Kreuzung leer ist. Zack, wir wollen geradeaus weiter. Wir testen es mal. Da passiert ja gar nichts. Hat der Prüfer gepennt oder was? Auf die Autobahn? Jetzt darf ich schneller fahren, wa? Warte mal. Jetzt geht's ab. Die Prüfung ist ja angenehm, wa? Ich meine, wie lange ist es her, dass ich im Real Life mal Führerschein gemacht habe? Und Gott sei Dank sind die Straßen frei, wa? Oh, der fährt aber über, Achso, ist jetzt wieder vorbei, die Autobahn? Wir sind zu schnell. Ja. Habt ihr gerade irgendein Schild gesehen? Ich nicht. Ey, ich bin 1500 minus. Also die Preise stimmen schon mal gar nicht bei dem Anmelden, ja? So, irgendwas haut da nicht hin. Das ist eine typische Abzocker-Fahrschule. Reiben die erst unter die Nase, ja, 200 und dann 500 und auf einmal kommt hier so ein 2500-Rechnung. Richtige Abzocke-Fahrschule. Kriegt erstmal eine schlechte Google-Bewertung. Nach rechts blinken? Ist doch hier... Man darf doch gar nicht nach rechts. Ist egal. Ich habe mir diese ganzen Batzen Serverregeln durchgelesen oder Gesetze. Und dann bin ich vorgestern das erste Mal auf dem Server. Und ich sehe da an diesem Park Kriegshubschrauber, ballert da 20, 30 Leute weg. Oh. Da habe ich aber kurz gepennt. Ey, wir sind kurz davor. Ich hätte fast fehlerfrei... Oh, ich bin auf der falschen Spur. Ich hätte fast fehlerfrei bestanden. Scheiße. Ja, ist egal. Danach fragt später keiner mehr, wie viele Fehler du gemacht hast in deiner Prüfung. Erstmal mit dem Drift hier rauf. Ey, wollen wir gleich die nächsten Führerscheine machen? Motorradlizenz 3000. Komm, wir machen gleich einen Motorradführerschein. Herzlichen Glückwunsch, Herr Balboa. Wir haben bestanden. LKW-Lizenz 5000. Komm, wir machen das jetzt einfach. Dann haben wir direkt alle Führerscheine, die es gibt. Oh, anschneiden. Der Fahrlehrer sagt aber auch nichts, ne? 3 Uhr 28 nachts. Was ist denn da passiert? Die wollen, dass ich das nicht bestehe, aber... Blinker links. Blinker rechts. Nicht mit mir. Das versorgt mir nicht meine Prüfung. Reaktion mit der Katze habe ich. So, jetzt habe ich alle Führerscheine.
Das ist ja gar nicht mein Fahrrad. Moment. Sorry. Ich habe fast ein Fahrrad geklaut. Das ist mein Fahrrad. Wollen wir uns jetzt hier hinstellen und warten, bis jemand die Praktische hat? Und dann fahren wir schnell davor. Sobald eine Ausfahrt rauskommt, machen wir einen auf diesen hier. Achtung, wann kommt er? Da ist er. Ich dachte, es wäre spektakulärer. Gucken wir mal, dass wir zum Autohändler kommen. Kann ich jetzt hier ein Auto kaufen? Hallo? Achso, da ist ein Schraubenschlüssel. Nee, das ist ein Bug. Oder was? Ey, it's magic. Guckt euch das an. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ach, hier. Der ist Kult, wa? Oder? Ja, komm. Du hast nicht genug Geld dabei. Ach, bitte. Dann zieht's doch von meiner Karte ab, Mann. Ey, jetzt muss ich erst zum Geldautomaten. Ey, bitte nicht. Ah, was ist los? Ich muss zum Geldautomaten. Ich dachte, die ziehen es von der Karte ab, aber ist nicht. Was willst du dir denn holen? Na, diesen Warrenal, wie der heißt, für 5.500. Ja, dann komm mal mit. Ach, das ist ja nett von dir, danke. Ja, dann musst du nicht mit dem scheiß Fahrrad durch die ganze Stadt fahren, ha? Ja, ich hab schon Beine wie Wackelpudding, ey. Am Anfang ist das Ganze ein bisschen schwierig. Ich schätze mal, du bist neu in der Stadt, oder? Ja, vor 2 Tagen angekommen. Ah ja, ich auch. Ey, hast aber schicke Klamotten an. Was ist denn in 2 Tagen so passiert bei dir, ey? Natürlich, ja. Alter Schwede. Kannst du mir die Strickleiter runterschmeißen? Alter Schwede. Nicht viel ist passiert. Also ich habe nur ein paar Leute kennengelernt, habe den gearbeitet, wurde 5-mal ausgeraubt. Was machst du beruflich? Also bis jetzt habe ich noch nicht viel gemacht. Ich war 1-2 Mal oben bei der Fleischerei. Da kannst du dir für den Anfang, würde ich sagen, sehr gutes Geld verdienen. Okay. Ach, das ist ein Luxus hier. So, jetzt kannst du mal abheben gehen. Jo. Warte mal kurz, ich muss mir jetzt abschneiden. Ich habe fast mit dem Gurt stranguliert. Wie viel hattest du gesagt, hat der gekostet? 5.500. War das der günstigste oder wieso hast du dir den ausgesucht? Ja, das war der günstigste. Oh, anschneiden. Nicht, dass ich dir nicht vertraue und deinen Fahrkünsten, aber sicher ist sicher. Ja, was soll ich sagen? 1.000 Dank. Ich habe ein Auto gekauft. Ey, ohne Scheiß. Ich muss ganz ehrlich sagen, der gefällt mir sogar. Geil, ich habe ein Auto. Hi. Hallo. Hast du zufällig ein Auto für mich? Nee. Musst du irgendwo hin? Soll ich dich irgendwo hinbringen? Nee, passt schon so. Also ich... Alles klar. Alles gut. Ich komme mir so blöd bei vor, wenn ich sage, hi, ich bin Doggy. Ey, hört sich das genauso bescheuert an für euch wie für mich, wenn ich das sage? Hi, ich bin Doggy? So, lass uns mal tanken gehen. Ich will nur mal gucken, wie es abläuft. Oh, was geht denn hier ab? Die Jungs sollte man, glaube ich, nicht ankacken, kann es sein? Die sahen irgendwie aus wie so eine Gang oder so. Alles weißes Auto. Alles weißes Auto. Ganz nervös. Okay, wir fahren jetzt erstmal tanken. Scheiß Fahranfänger. Alter, 26 Euro, ihr macht mich arm. Ist die Kiste jetzt voll? Wow. Wollen wir mal zum Arbeitsamt fahren? Kann man Ihnen weiterhelfen, ja? Hallöchen. Moin, ja, moin. Kurze Frage. Komme ich zum Jobcenter ran oder muss ich warten, bis die Einreise vorbei ist? Ja, am besten parken Sie hier drüben, irgendwo so eine Stelle und laufen Sie einfach vor. Das soll kein Problem sein. Okay, alles klar, super. Dankeschön. Perfekt. Schön mit quietschenden Reifen losfahren. Wollen wir auf dem Behindertenparkplatz parken? Sind wir schon Gangster genug, um auf dem Behindertenparkplatz zu parken? Sind ja auch richtig motiviert, wa? Oder? Wenn man den da so sitzen und liegen sieht, guck mal. Oh, nicht drauf zeigen, Patrick. Nicht drauf zeigen. Doggy, hör auf zu zeigen. So, Minenarbeiter, Fleischer, Schneider. Lass uns mal DL machen, okay? Ich freue mich schon auf ein bisschen Tuning mit dem Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es wird auch so ein Auto werden, was wir niemals später irgendwie großartig verkaufen werden oder so. Muss ich da hoch eigentlich zum Parken oder wie? Bin Mitarbeiter, hallo. Ich habe bloß Angst um mein Auto, dass es irgendjemand klaut. Ich kann es noch nicht abschließen. So, hier ist es gut versteckt. Da wird keiner das Auto finden zum Klauen. Arbeitskleidung. Ach, da, ich sehe es, hier ist was Neues. Ja. Geil. Ey, wir liefern unsere ersten Pakete aus. Aber ich dachte, ich kriege Arbeitskleidung. Außerdem ist dieser scheiß Firmenwagen, hat nur 23 Sprit drin. Hä? Hätten Sie mir ruhig mal vollgetankt übergeben können, oder? Jetzt mal ehrlich. Schönes Nobelviertel. Oh, wie weit ist denn die Route? Oh. Wie soll ich denn das meinem Chef erklären? Hallo? Das Auto qualmt. Nein, bitte nicht. Du hast dein Gehalt erhalten, 600. Da kriege ich ja mehr Sozialhilfe. Da bin ich ja besser dran, wenn ich arbeitslos bin. Was ist das denn für ein Scheiß?
Wie ist es mit dem Tanken? Muss ich den Sprit selber bezahlen oder bezahlt ihn die Firma? Das sind aber dann die bestimmt die scheiß Kollegen hier, weißt du? Die fahren nämlich den Sprit leer bis kurz vor Schluss und dann stellen sie den Wagen wieder ab und ich bin der Honk, der zur Arbeit kommt und tanken darf. Ich bin doch hier falsch. Warum ist denn meine Route jetzt weg? Oh. Ey, das wär's ja gewesen am ersten Arbeitstag. Das erklär mal den Chef. Ey. Fahrer zum nächsten Kunden. Scheiße, ich habe jetzt nicht auf den Kontostand geguckt. Hat jemand auf den Kontostand geguckt? Da vorne ist auch eine Tankstelle beim nächsten Kunden. Klasse. Nein. 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 Die Karre fährt nicht mehr. Linke Shift und E, um das Fahrzeug zu bewegen. Ey, jetzt ernsthaft? Ey, da will ich auch morgen noch und... Nee. Mann, hier ist kein Schwein weit und breit, der mich mal... Ach. Gut, also ich glaube, wir müssen den ADAC rufen, oder? Wie schreibe ich ein Dispatch? Mein Dienstwagen DHL ist nicht mehr fahrtüchtig. In Klammern 12 Sprit. Wollen wir schreiben, hey, ich bin Doggy? Warum blinke ich denn jetzt? Ey, da schlafen wir ja die Füße ein. Was macht man jetzt hier, wenn man so lange wartet? Ey, wäre ich doch bloß arbeitslos geblieben. Was können wir denn jetzt die ganze Zeit hier machen? Wie ist denn das jetzt hier, wenn ich jetzt auf... Ha! Die habe ich gesucht. Braydose? Entfernen. Wie kann ich den benutzen? Oh, da kommt wer, da kommt wer, da kommt wer. Hier, hier. Au, 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 au. Guten Abend. Hi. Ich habe gefühlt eine halbe Stunde gebraucht hier hoch. Ja, ich auch. Ist mein Dienstfahrzeug, ist von der DHL. Bezahlt eigentlich der Arbeitgeber? Ja, war, oder? Nee. Wie nee? Leider nicht. So. Ja. Dann einmal die Rechnung. An die DRL-Hauptquartier? Ja, das leider nicht. Mach mal einen Sonderpreis. Ich bin erst seit 2 Tagen hier. Ja. Wenn ich jetzt eine Frage stelle, bleibt das unter uns? Ja. Ja, ich habe hier so eine Spraydose in der Tasche. Ja, ich glaube, die sind nicht mehr funktionabel. Echt jetzt? Warum ziehen sie mir denn die Kohle dafür ab für den Scheiß? Ich weiß nicht. Du kannst mal versuchen, aber es geht nicht mehr. Ja, nee, da öffnet sich nichts mehr. Dann scheint es wirklich deaktiviert zu sein. Na gut, 1000 Dank. Immer gerne. Schönen Abend dir noch. Gleichfalls. Ey, er ist echt der Hammer gewesen. 50 Euro und hätte eigentlich 2 Scheine gekostet, also 2K. Hammertyp. Wir gucken mal auf den Kontostand, bevor ich das nächste Paket wegbringe. 27951. Ein Scheiß kriege ich. Aber ganz ehrlich, dass das der Arbeitgeber nicht bezahlt, ist so eine Frechheit, oder? Jetzt mal ehrlich. Was ist denn der DRL hier für ein scheiß Arbeitgeber? Und warum sind die Autos schwarz? Nicht genügend Bargeld. Ey, macht mich verrückt. Ich riskiere es jetzt nicht nochmal mit dem Auto dahin zu fahren zum Bankautomat. Und welche Tankstelle hat denn bitte keinen Bankautomat direkt dran? Nee, stattdessen ist hier irgendwo mitten in der Häuserwand einer. So, jetzt aber hier. Jetzt ist die Tankstelle im Arsch. Ja. Kurz gucken. Bundeswehr. Also gleich gedacht hier, schwarzer Van und so, ja. Aber wisst ihr, was ich eine Frechheit finde? Ich habe mir bei dem Baumarkt eine Spraydose, und jetzt Dose, eine Spraydose mit AU, und jetzt hört mir genau zu, eine Spraydose für 2500 Euro gekauft. Und dann wird mir von einem ADAC-Mitarbeiter gesagt, dass die Dinger deaktiviert wurden. Dann nimm sie doch mal bitte aus dem Shop und macht mich nicht arm. Ey, der Weg ist doch des Todes. Ich sehe mich schon wieder beim ADAC. 100%. Nee, ich fahre hier gegen Baum. Weiß ich jetzt schon. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und die Pakete müssen ausgeliefert werden. Ey, muss ich jetzt eigentlich alle Routen zu Ende fahren oder kann ich auch einfach abbrechen, wenn ich keinen Bock mehr habe? Wollt bloß ein Paket abliefern. Alles gut. Hier runter? Ist das ein offizieller Weg hier? Sag mal, wo fahre ich denn hier lang? Ey, da war ich doch schon mal. Hätte ich dieses Paket gleich vorher... Wer plant da meine Routen? Ja, hätte ich doch... Ja, da war ich doch schon mal gewesen. Ist es nicht da bei der ersten Station gewesen? Ja, das ist die. Genau die ist es. Fahre zum nächsten Kunden. Ey, ich befinde mich doch gerade in der Endlosschleife hier, oder? Warum ist denn hier ein Flugzeug? Qualmt, ruf mal ADAC. Okay. Ist meine ganze DL-Prämie weg? Ich stehe jetzt einfach hier und habe mein Fahrzeug nicht. Ach du Scheiße, und mein Auto steht hier. Ey. Ja, was los? Sag mal, habe ich nicht deinen Lieferwagen hier repariert? Ach, du bist doch vom ADAC. Ja, genau. Einfach von der Stadt aus bis hier hoch gebeamt und dir ist kein Auto. Bei mir sieht es genauso aus. Ich wollte gerade wieder zurück und meinen Dienst beenden und stehe jetzt auch hier mitten in der Walachei.
ich habe eine Idee. Alles klar, ich bin für jede Idee offen. Keine Ahnung, es dauert halt Ewigkeit, bis wir hingelaufen sind, gefühlt. Aber hier um die Ecke, da ist ein Dispatch. Und wenn wir Glück haben, dann kann ich das Auto reparieren und dann können wir mit denen fahren. Klingt nach einem Plan. Mein Plan wäre jetzt gewesen, ich wäre jetzt runtergejoggt. Ja, boah, das dauert 1000 Jahre. Ich weiß. Hör ich hier gerade einen Hubschrauber? Aber ich sag dir so, wie es ist. Jungs würden uns nie mitnehmen. Meinst du? Auch nicht, wenn wir bitte, bitte sagen? Nee. Kriegen sie keine Pakete mehr, ganz einfach. Warte mal, ich habe noch eine Idee. So, falls jemand kommt, dann sieht er uns besser. Brauchst du ja nicht direkt anzünden, ey. So schlimm ist es ja auch nicht. Wie es immer aussieht, wenn er Funken tut und rennt. Habt ihr das schon mal gesehen? Das sieht so lustig aus. Ah, hier hat sie gehört. Cool, die nehmen uns auf jeden Fall mit. Bei unserem Glück fahren die gleich weg. Kannst du mich und den Kollegen hier mitnehmen? Ja, einsteigen. Ja, du bist die absolute Rettung, ey. Ja. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Wer schießt denn hier? Das war die Waffe, wo ich in der Tasche. Du Drecksack, ich dachte, das wäre hier mal. Hallo? Das merke ich mir, du kommst auf meine Liste. Gut, Jungs, also ich muss wieder an den Zug, ich wünsche euch was. Das ist ja schon ein Kollege. Spring raus, spring raus. Jo, ciao. Tschüss. Hallo? Was zum Teufel? Ich pack mich jetzt hier aufs Dach, werde mich jetzt hier schlafen legen. It's a hard knock life.